So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Ihr seht wieder das blaue Hemd. Der Bart wird immer dicker, wird ja auch Winter, wird immer kälter. Ne? Das Auge ist fast wieder in Ordnung. Alles ist weg. Ich weiß nicht, was es war. Ausschlag. Jetzt ist es nur noch rote Haut. Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, sowas lasse ich mir als Tattoo stechen. Da fragen die Leute immer, was hast du denn da wieder losgelassen? Heute Abend ist natürlich auch die Raid Mania. Da freue ich mich auch wieder ganz besonders drauf. Das erste Mal mit Schlingking. Und ich sag's nochmal, ladet mich gerne ein. Selbst die Leute, die Schiss haben, dass wir das nicht schaffen und rausgehen, ich würde es auch alleine schaffen. Ich habe ein paar Feen dabei, ich kann den auch alleine schaffen. Also, sonst war es ja so, wenn wir nur 2-3 Leute waren, habe ich die Lobby verlassen bei 20 Sekunden, weil das nichts wird. Aber diesmal schaffen wir jeden Raid. Wenn ich bei euch in die Lobby eindringe, dann ist das Ding im Kasten. Egal wie gut oder schlecht ihr seid, ohne mich hochzuheben, ist das einfach ein Fakt, weil das Ding mit Feen einfach dick und rund gemacht wird. Ja, ansonsten kommt heute noch Raw und heute für mich gemütlicher Tag, alles hin und her. Ich freue mich, aber jetzt nicht lang schnacken, Koppel nacken und wir kommen zu den Highlights der Woche und natürlich auch zum Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Zelda, mit der bin ich nämlich zum Glücksfreund aufgestiegen und ihr werdet heute sehr viele Glücksfreunde hier sehen. Das ist kein Glücksfreund, aber das ist Otis, guckt ihr den mal an. Das fand ich so genial. Das ist mein Vorbild. Man sieht es am Körperbau. Mit dem Kürbiskopf. Letzte Woche beim Wrestling gewesen. Kürbis auf dem Kopf. Zack, da haben sie einen Halloween Street Fight gemacht. Das war richtig toll. Hat überhaupt gar nichts hiermit zu tun. Packe ich aber rein. Chill Boris für Raider Mittwoch aus der GBL. 100% Onyx gezogen. Dann bin ich mit GW Keiler auch Glücksfreund geworden. Mit Senfine Glücksfreund geworden. Dann habe ich ein Ticket für den Dratini Sea Day geschenkt bekommen von Tobi. Das sieht man also, wenn man hier im Spiel auf die Benachrichtigungen geht, weil hier steht es ja nicht dran. In den Benachrichtigungen könnt ihr dann aber nachlesen, von wem das Ticket ist. Falls ihr also auch eins bekommt und immer nicht wisst, von wem, guckt in den Benachrichtigungen nach, von wem das Ticket ist. Amazing Shot, auch Glücksfreund geworden. Borki, hier nochmal der Beweis, wurde gefangen, 1931, 100%, Giratina mit Beine dran, Borki 100%, Zorua. Jan Musk vom Fun Shiny Living Decks auch bei Borki mitgenommen. Borki nochmal Giratina jetzt mit ohne Beine fliegen, 21.05, auch 100%. Alexander Aringer, Shiny Fun P. Zwar nicht mein erstes, aber endlich eins mit guten IV. 3 Sterne Shiny Decks kannst du damit auf jeden Fall füllen. Achte ich nie drauf, aber könnte man ja mal machen, schadet nicht. Noch eines, Lennart, Shiny, gieriges Tina. Dann Glücksfreund mit Ichitodomo aufgestiegen, der hat mir auch was ganz Cooles getauscht. iScorpions hat uns den Schocker der Woche gezeigt. Erster Aufstieg im Video von Spieletrend, Daniel Schilling, Ramses der Dicke, beste Freunde. Gab's Hate-Kommentare? Ich habe keine gesehen. Ich muss die ganze Woche schon wieder Schilling nachgucken. Seitdem ich ihn in der Liste habe, habe ich mir geschworen, jeden Tag sein Video zu gucken. Und wenn ich es mal eine Woche nicht gucke, gucke ich halt dann 7 Folgen am Stück. So, Markus, Glücksfreund geworden. Dann Arctos, klingt wie Markus, ist nur anders. Das ist das, was ich von Ichitodomo bekommen habe. Der wollte nicht mal einen Galavogel zurück. Der hat einfach gesagt, hier kannst du haben. Ich versuche jetzt alle 3 Galavögel in Glücks zu bekommen und dann alle 3 auf Level 40 zu ziehen. Hier sieht man nochmal Ichitodomo durch Tausche halten. Dankeschön dafür. Fehlt also nur noch Lavados und Zapdos. Bierschanga mit dem Shiny Grillmark. Hier in der Tüte Bingo Brainy Stendal, 100% Shadrago in Glücks. Auch richtig genial, sehr cooles Pokémon. Gibt es hier nur aus Raids bisher. Muss man sich dann tauschen, muss man raiden. Ist auf jeden Fall noch ein seltenes 100er, wer da eins hat, nimmt man gerne mit. Auch der Lucky Hintergrund stört nicht wie bei manch anderen. Matze, danke an Cheffe24, gleich der Dex-Eintrag. Der wurde vom Cheffe eingeladen und im allerersten Raid Dex-Eintrag mit 100% und Wetterboost. Feine Sache, sehr genial. Dann bin ich mit Crank Glücksfreund geworden. Seid ihr auch schon mal mit Crank Glücksfreund geworden? Das ist der Gott der Pokémon, nennt man ihn auch, weil der ist total krank. Dann habe ich ein Ticket bekommen für den Teddy Ursa Sea Day. Der ist diesen Samstag von Cheffe24. Ihr seht, dieser Kreis, der ist so geschlossen.
Aber eine kleine Öffnung kann man immer mal wieder machen für Leute, die auch hier Teil dieser super tollen Community werden wollen. Die beschenken sich schon gegenseitig allen mit Tickets hin und her. Jenna hat, glaube ich, auch Hannes was gesponsert. Cheffe hat auch Jenna was gesponsert und so weiter. Tobi ist immer sehr großzügig. Also finde ich genial. Danke, dass ihr euch da immer gegenseitig so unterstützt und helft und füreinander da seid und Fragen beantwortet und einladet und anfreundet und Brot schmiert oder was weiß ich. Niklas, Shiny Giratina, Niklas, 100er Giratina, sogar gefangen, 100er Glibunge, back to back to back, Shiny Dratini am Dratini Seed Day, dann der Poge Handa, schön übersichtlich, 100er Snubbull und dann Shiny Togepi, Visor Glibunge, Lefem, Togepi und FM auf jeden Fall auch gute Highlights, Togepi gerade jetzt als Togekiss gegen Schlinking auf jeden Fall eine super Alternative. Wenn ihr gerade keinen Gardevoir habt, könnt ihr natürlich auch mit Togekiss und Feenattacken deutlich viel Schaden machen. Roselinchen, zweimal Nebulak, Shiny und 100%, dann zweimal Giratina, Shiny und Glücks-Shiny, zweimal Natu, einmal Natu, aber doppelt, also einmal, also keinmal, aber einmal. Dann hier Biala. Wollte ich erst nicht mit reinnehmen zum Schutz der eigenen Sache, aber ist ein 100% Glücks, ist also getauscht, könnte man also gar nicht sagen, ja, das kann, hat, ist bestimmt mit einer Map gefunden, wo genau stand, da ist ein 100er, aber ist ja random aus einem Glückstausch oder einem normalen Tausch random glücklich geworden und deswegen zählt das ja, das zählt ja, ja. Danke für den Raid, 100% gierige Tina mit Wetterbrust aus Hildburghausen, die macht nämlich jeden Tag meinen Raid mit, das könntet ihr auch, wenn ihr in der Raid-Gruppe seid, Link in den Kommentaren, in der Beschreibung. Weil ich lade immer 10 Leute ein und da ist egal, ob ihr mit mir befreundet seid oder nicht, weil ich eben mit dem Samyang-Account auch mit einlade und da kann ich theoretisch sogar 10 Fremde mitnehmen, wenn es sein muss. Also, wer noch raiden möchte, mal mit mir zusammen raid, hat jeden Tag zweimal die Möglichkeit über die Raid-Gruppe. Dann mit Mary, also auch ein Account von Shenaya, auch aufgestiegen, Glücksfreunde, dann 100er ohne Wetterbrust bei Shenaya, schon wieder aus Hildburghausen, das lohnt sich also. Hannes hat letztens Shunduk Zerneas hier in Hildburghausen bekommen, mit mir live vor Ort. Shenaya wird eingeladen nach Hildburghausen, 200er Giratina kurz nacheinander. Getauschtes 100er Bubungus von Shiny Hand darüber, zack, ist 100 geworden, random. Dann Shiny Girafarik, nochmal Shiny Giratinas, haut gerade ab. Dann Shiny Mangunia, Habitak, Glibunge, 100er Glibunge, Sarina, 100% Gengar mit Kostüm auf Level 50 mittlerweile gepusht. 100er Henry, 100er Zwirlicht, Shiny Zwirlicht, schöne Farbe, super Kostüm, super Kranz. Und des Weiteren 100 Skunkapu, Kanimani, Dodri, Fukano, Dratini und ein Shiny Pandia aus Hildburghausen. Kommt nach Hildburghausen, hey! Dann Schocker der Woche von Bierschanga, also für sie war es der Schocker. Orr, hab ich gedacht, geilo, Käseschinken, liebe ich ja, hab mir das so richtig reingeschnallt, die ganze Packung auf einmal, ratzfatz, war sie leer, dann schaue ich nochmal genauer hin und was sehe ich? Pop, Walter Pop, dafür stehe ich mit meinem Namen, das ist ein Insider, aber da muss ich sagen, guck, ich gehe auch immer nicht danach, wer ist Nazi, wer ist Menschenhändler, wer ist sexistisch? Wer hat einen Penis? Wer hatte mal einen Penis und jetzt nicht mehr? Ich gucke einfach, was schmeckt und dann esse ich das einfach. Ohne mich vorher immer zu informieren, wer hat den Holocaust ausgelöst und macht der jetzt Kartoffelbrei. Also ich esse einfach und wenn es schmeckt, schmeckt, sei es mir der Rest eigentlich komplett egal. Aber dafür wird man viel schräg angeguckt. Wie kannst du das supporten, wo ich mir denke, was supporte ich denn? Ich esse einfach nur Kartoffelsalat, hallo? Weiß ich da nicht, ja, kundige dich gefälligst, das ist ja hier abartig. Aber hier Preis gesenkt, Feinkostsalate geschnalzt, hat richtig gut geschmeckt. Und dann sieht sie von Pop, und jeder kennt Bierschanga und Pop, was die für eine Beziehung miteinander haben. Ich glaube, es kennen die wenigsten, egal. Dann ist ein Insider, wie gesagt, Aluhut, Shiny, Dicta, Shiny, Giratina, Shiny, Toxi, Pet, 100er Macholo, 100er Dratini, Shiny Schwabini, Arctos, Gala, jetzt also alle drei zusammen. Alle drei zusammen. 100er Giratina mit ohne Wetterbrust, also ohne Aluhut, noch Shiny Pummeluff, Shiny Voldoball, Markus, na endlich, erst nach Mewtwo, mein zweiter 100er Legendärer.
mein jetzt schon persönlicher, nicht Schocker des Monats, sondern Schocker des Jahres. Mewtwo, richtig genial. Giratina, fliegendes, beinendes, ohne Beine etwas. Richtig genial, zwei super geniale Pokémon. Hier nochmal mit anderen Text. Was sieht besser aus? So oder so? So oder so? Beides ist selber auf jeden Fall. Nochmal Markus, einfach so in der Wildnis gefangen. Nehme ich doch gerne. Plus Markus, nehme ich... Ist das ein Shiny? Doch. Hä? Ich? Hä? Das hat auf jeden Fall schlechte Werte. Eigentlich muss es ein Shiny sein bei der Farbe, aber ich sehe keinen einzigsten Glitzer, der für Shiny steht. Also Kaiser Kai, so die nächste 100er Familie komplett. Maguhita, so plus Hariyama erlöst. 100er, yo. Kaiser Kai, leider nicht mein Account, ist der von meiner Schwester. Beim ersten Versuch gleich ein Shiny. Also ein Furnifras, angetippt, fangen, direkt Shiny gewesen. Genial. Auch von der Schwester, 5 Maguhita gefangen, direkt 100er dabei, einfach zu viel Glück, schreibt er hier. Ausbeute vom C-Day bei Luigi Sarada, 300% Dragoran, also wahrscheinlich als Stratini gefangen, aber er hat so einen Dragoran entwickelt. Plus, falscher C-Day, Staralili hatte auch einen C-Day, jetzt fängt der Stein-Charalili. Shiny Staralili am Dratini Seed Day in Fellbach, Baden-Württemberg beim Community Club. Fand ich gut. Ich nehme eigentlich keine Seed Day Shinies dann mehr mit rein, die später dann kommen nach dem Seed Day, weil das nichts Besonderes ist. Aber das ist lustig gewesen. Hast du mit reingenommen. Luigi nochmal. Shiny Giratina Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 nach 150 Raids. 3 Shinies, da gibt es Leute, die haben nach 150 Raids nicht mal einen Shiny. Da gibt es welche, die haben nach 150 Raids ca. 100 Shinies. Also ist bei jedem anders, ein bisschen für die Statistiker. Feierabend 100er beim Sören mit Roselia. Bisschen traurig, mit zu wenig WP, 42 Rizeros. Dann 3 Raids bei dir mitgemacht. 2 Shinies mitgenommen aus meinen Raids. Zu Hause noch ein Raid gemacht. Der andere auch noch einen Shiny abbekommen und in der GBL einen Shiny Mu auf dem Drip-Account. Dass ihr das besser seht, dafür drücke ich jetzt mal hier auf Drehen. Mach das mal groß und dann seht ihr hier, aha, der hat nämlich ein, wir haben doch am Sonntag und dann gleichzeitig GBL und dann, ja, auf jeden Fall genau hier, Dratini und Giratina und dann hier Dratini und Giratina und Miltank und dann hier Dratini und Giratina, also theoretisch alles fertig. Machen wir weiter mit Sören immer noch. Ich weine, der dritte Count mit dem Glück. Die Suche nach dem 100er oder Shiny für mich geht weiter. Jetzt im Alleingang 1951, Shadrago 100%, sehr genial. Einmal Max Out Monday bei The Postman, also immer noch Sören, hat dir dieses Bidifass gemaxt. Hat dieses Geowatts gemaxt, vor allem 2000, 3300. Geowatts, ein Brocken, sieht aus wie Otis. Dann auch gemaxt, dieses Slimog als Glücks-100er, 3000. Oh, der kommt auch über 3000, das ist krass. Habe ich noch keins gemaxt? Schlagt mir Slimog vor, muss mal gucken, ob ich die gemaxt habe. Borki, dis Minfu was called around Mönchengladbach? 100% Minfu, ist das der Originalname? Linfu auf jeden Fall hier auch in 100 dabei, auch seltenes 100er. Könnt ihr ja nur dann so bekommen und nicht anders, deswegen nehmt es mit. Daniel Love, Shiny und 100er Milchkuh. Alexander Aringer, kurz vor dem C-Day, Shiny Teddy Ursa bekommen. Alexander, 100er Nummer 2 vom gierigen Tina. Schönes Andenken an diesen C-Day, Ice Scorpions, 100% Ratini. Black Viber Cat, da macht man mal ein Raid, einfach so, weil man nichts Besseres zu tun hat. Und dann wird's ein 100er in Gelnhausen, Hessen, Driftlon. Dann Lost Lift, hat den Abenteuerrauch an und hat hier einen 2578er Marmutell aus dem Abenteuerrauch. Das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Freut man sich, sowas zu sehen. Mein neuestes Shiny für Mittwoch, Robert 100er. Sieht irgendwie aus, als wäre es ein Polizeihund. Was ist denn damit passiert? Ich weiß es nicht. Reike, gerade eben mit meinem mittleren Account, Shiny Tragosso, Benjamin, Solo Raid mit Schlinking, Drachenrute Knoscher, 59 Sekunden über. Drachenklaue Rute, Drachenrute Drachenklaue, 92 Sekunden über. Shiny Knilz mitgenommen. Dann kommt Heiko um die Ecke, macht auch ein Solo mit Wetterbrust und Drachenklaue.
zeigt uns aber erstmal sein Schlundo-Glibunge. Dann, dass er ein 100er Schlinking nach nur 9 Raids bekommen hat und dass er 69 Sekunden Restzeit hatte, ist aber bestimmt nicht aus dem Solo-Raid. Das wäre noch lustiger, noch genialer. Silvio, hier, Trattinis und Irbis. Silvio, hier, Raid mit Jenna. Hey, das neue Format auf YouTube. Jenna, mach hier Streams, Raid mit Jenna. Und dann können die Leute dich alle einladen und du sitzt den ganzen Tag dort, trinkst deinen Apfelsaft und die Leute laden dich alle ein. Raid mit Jenna. Schreibst deinen Code hin, Raid mit Jenna. Da kannst du auf jeden Fall raiden. Ja, 100er sind auch hier dabei. Moff Ramse Dank, ne, ist dabei. Das Zorro Arc heißt es, glaube ich, Zwirlicht. Glückwunsch, habe ich zum Beispiel keins mit Krone, er hat eins. Dann Zubiris, mit was du Mega-Entwicklung machen kannst. Das Banette, was ja sowieso auch Mega-Entwicklung hat, schon jetzt drin im Spiel. Trattini auch, sehr cool. Christoph Alcarez Escobar in 2 Tagen Damiaplex, Elekid, Pantimimi, Visor, Vibrava, auch als Shinies bekommen. Gerade die 2 Babys sind auf jeden Fall sehr interessant. Humulus auch, Elekid Shiny aus dem 5er-Ei gebrütet, plus Togepi Shiny aus dem 5er-Ei gebrütet. Heute 10 Uhr ist übrigens das gierige Gesellen-Event gestartet, wo ihr Shiny Mamfaxo brüten könnt aus dem 7er-Ei, wo ich wieder keine Freunde habe auf den kleinen Accounts, die aber genügend Münzen haben und Brüter, aber keine Freunde. Und der Große hat genügend Freunde, will aber keine Münzen für Eier ausgeben, wenn es keine Abenteuerboxen gibt. Seitdem Niantic die Abenteuerboxen rausgenommen hat, habe ich keine Brütvideos mehr gemacht. So, Brainy, fast vergessen, Brainy steht da, Shiny, Sneeble, Lennart, das GBL-Spielen hat sich gelohnt, 100er Miltank und Shiny Miltank hinterher, der Ball sieht aber auch richtig genial aus, wie Kristallzucker, Lennart nochmal Giratina, Duo mit Shenaya, 46 Sekunden übrig, dann zeigt er uns, gibt dem Evoli den Wasserstein, es wird zu Vaporeon, gibt dem einen Donnerstein, es wird zu Yoldeon, gib ihm Geld, er wird zu Patreon. Für meine Patreons, schnell, habe ich nicht. Julian Eisenstein, oh mein Gott, das zweite war ein 100% und das erste ein 93%, wieder mal mehr Glück als Verstand, Grüße gehen raus. Gerne Henry Niki, Nummer 200% Chadrago. Heißt das jetzt, du hast schon 200er oder der zweite Raid von Chadrago war ein 100er Nummer 2? Einfach 200er, gleich noch Mega-Entwicklung machen, ja, kann er nicht. Bisa Fan TV, huhu. Vielleicht was für Raid am Mittwoch. Shiny, Dragoran 100%, also Shundo. Na, ich hab was Besseres, ich hab was Besseres. Laura zeigt uns hier 100er Zwirbins, sonst schreibt sie immer ihren Namen ans Foto, hat sie diesmal nicht. Aber ich bin ja schlau und habe gemerkt, dass es die Feuerwehrfrau ist. Also hier auch Zwirbins, 100 mit Krone, hab ich nicht. Alexander Maisch, das ist der Balu. 100% beim zweiten Raid. Ihr seht, da steht eine 2, ihr seht, da steht 100, also passt. Anders können wir es nicht zeigen, ist halt so. Und Mega Graudon hat uns auch noch was reingeschickt, obwohl steht sogar hier auch dran. Schlundo Gewaltro. Shiny, Lucky, Hundo, C-Day Pokémon. Sieht auf jeden Fall genial aus. Jetzt bin ich mal. Kriegt Gewaltro noch eine Mega-Entwicklung? Gewaltro, Logok und Sumpex sind doch eine Generation, oder? Sind also die drei, die noch Mega-Entwicklung kriegen. Oder vertausche ich jetzt Gewaltro und zwar was anderes? Ich dachte, die drei. Das auf jeden Fall sehr cool, aber ist für mich trotzdem nicht Schocker der Woche, auch wenn das ziemlich heiß ist. Der Schocker der Woche kommt nämlich jetzt. Der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, das ist Daniel Schilling, das Bild von ihm muss ich noch rüberziehen aufs andere Handy, sonst kann ich euch den nicht mehr zeigen, denn der kommt vom Heiko, bis jetzt zweimal in Folge Schocker der Woche, Molung, 100% weiblich. Das heißt, ein weibliches zu kriegen ist ja schon extrem selten, ein 100er zu kriegen aus dem Ei, was nur aus dem Ei kommt, richtig geniale Sache, dann aber ein 100% weibliches Molung, was du jetzt entwickeln kannst zu diesem Ding, wo ich nicht wusste, was es ist. Und musste dagegen kämpfen bei Schild und hab gedacht, aha, kennst du irgendwo her? Das ist genial. Das hat mich beeindruckt. Gibt's vielleicht
andere Sachen, die sind krass und cool, aber das muss einfach immer mal mit rein. So, und ansonsten war es das schon wieder von meiner Seite aus. Heiko Kurowski, der Fanraid Go AMK, mit dem Schocker der Woche, weibliches, hundertprozentiges Molung. Denkt dran, heute Abend, 18 bis 19 Uhr, Raid Mania. Wenn ihr unterwegs seid mit euren Freunden und raidet, ladet mich ein, wenn ihr mich in der Liste habt. Oder seid 19 Uhr dabei, wenn wir noch ein, zwei Abschlussraids machen, falls ihr noch eins braucht und Hilfe braucht. Oder wenn ihr zu Hause sitzt und über euren in der Nähe eine Arena habt und mit dem Fanraid-Pass an die Arena kommt und geht da rein und ladet mich mit ein und für eine Interaktion, nutzt das. Ich freue mich immer. Mittwoch, Raid Mania, mein Lieblingsformat. Wir sehen uns heute Abend, 18 Uhr. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.